Adam, es tut mir leid. Was ist das Besondere an dieser Kirche? Wollen Sie ein paar Sünden beichten? Es ist kompliziert. Wenn ich es nicht in der Kathedrale erzähle, glauben Sie mir nicht. Sie werden mir alles erzählen, wenn wir bei der Kathedrale sind. Okay? Okay. Hier auch. Das Gerät außer Kontrolle. Kein Strom. Okay. Wenn Sie einen sehen, zielen Sie am besten auf den Kopf. Verstanden. Hier sollte der Empfang stattfinden. Jetzt wäre gerade das Dinner serviert worden. Ob es Überlebende gibt? Ich hoffe es. Unfassbar, dass sich alles wiederholt. Es ist wie in Raccoon. Der Vorfall in Raccoon City. Sie haben ihn überlebt. Ja, ich werde es nie vergessen. Wir gehen zu Ihrer Kathedrale. Aber wenn Sie wirklich was hiermit zu tun haben, war's das mit Ihrer Freiheit. Ich weiß. Was war das? Finden wir es heraus. Gehen wir. Da hinten. Roger. Halt! Nicht schießen! Alles okay? Der Nebel. Was? Nebel! Wie aus dem Nichts! Liz! Warten Sie! Lassen Sie mich! Das ist zu gefährlich! Meine Tochter! Sie ist ganz allein! Wenn wir nichts tun! Okay, verstanden. Sie können ihr nur helfen, wenn Sie leise sind. Haben Sie kapiert? Liz. Ist das Ihre Tochter? Gut, suchen wir sie. Leon, wir haben keine Zeit, Wir nehmen uns die Zeit. Liz, wo bist du? Was war das eben?
Oh Gott. Sie haben Angst. Wer hat das Licht ausgemacht? Aufpassen. Müssen Sie finden. Werden wir. Folgen Sie uns. Vielen Dank. Liz! Liz! Antworte mir. Hier ist Daddy, Liz. Vorwärts. Später vielleicht. Alles okay? Ja, wenn ich nur meine Tochter finde. Wir wurden am Handy unterbrochen. Sie muss hier sein. Ganz sicher. Wir müssen den Aufzug wieder in Gang setzen. Ich arbeite hier. Ich habe die Schlüssel dafür. Wenn wir da sind, nehmen wir mein Auto. Danke. So, finden wir Liz und verschwinden von hier. Liz? Liz, bist du das? Sind Mama und Liam. Sie sind schon draußen. Sie warten zu Hause auf uns. Wie kommen wir hier raus? Unterirdische Parkgarage. Der Aufzug ist da vorn. Hoffen.
Hoffentlich funktioniert er noch. Räumen wir das aus dem Weg. Roger. Wie gut, dass Sie hier waren. Alles wird gut, Lizzie. Du kommst wieder in Ordnung. Papa. Wir sind fast da. Liz? Ich glaube das nicht. Müssen Sie aber. Entweder Sie oder wir. Und Sie fackeln nicht lange. Warum musste das passieren? Ich glaube, wir sind hier drin nicht allein. Helena, nehmen Sie die Waffe. Halten Sie sie auf! Das ist wohl unser Signal zum Aufbruch. Sie haben völlig recht. Okay! Dann los. Leon, es ist zu spät. Wir können nichts mehr tun. Sie haben recht. Verschwinden wir von hier.
Er sagte etwas von einem Nebel. Wenn dieses Ding gasförmig war, infiziert man sich schon durch bloßes Einatmen. Das hieße, alle auf dem Campus. Ja, aber warum ist es dann so still? Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Ich wollte nicht stören. Ob es wohl Überlebende gibt? Sie müssen zum Sicherheitstor, um den Campus zu verlassen. Ha!
Hannigan, das Tor ist verschlossen. Können Sie helfen? Leider nicht von hier. Versuchen Sie es im Mitarbeitergebäude hinter der Tribüne. Da müssten die Schlüssel sein. Roger. Lassen Sie den Finger am Abzug. Man weiß nie, was einen erwartet. Verstanden. Okay. Hannigan, die Tür ist zu. Wir kommen nicht raus. Ich hab's gleich. Einen Augenblick. Es sind so viele. Das schaffen wir nicht. Jetzt wissen wir, wo die Infizierten gesteckt haben. Beeilung, Hannigan. Wir müssen hier raus. Ich hab's fast. Warten Sie. Sie ist offen. Raus da. Los. Überraschung nach der anderen. Okay. Vorwärts. Okay.
Vorwärts. Okay. Okay. Es war ja klar. Vorwärts! Roger! Die nächste rechts! Sie sind fast da! Laufen Sie! Ich komme! Wir haben einen Fluchtwagen. Ich brauche Durchhalten! Mist, kein Schlüssel. Ganz sicher? Ich suche ja. Vielleicht im Handschuhfach. Nein, nichts. Im Kino sieht sowas immer viel einfacher aus. Vielleicht kurz schließen? Moment. Da, der Schlüssel. Hinter uns ist nichts. Rückwärts. Angeschnallt? Ja. Festhalten! Campus hätten wir. Jetzt müssen wir noch durch die Stadt. Ohne getötet zu werden. Mist! Liam, Helena, ist alles in Ordnung? Es geht schon. Aber wie kommen wir jetzt zur Kathedrale? Naja, es gibt da noch einen unterirdischen Weg. Die Abwasserkanäle. Toll. Alles klar.
Alles okay. Beeilen wir uns. Was ist los? Mögen Sie keine Kanäle? Kommen Sie, wir müssen zur Kathedrale. Dann erzähle ich Ihnen alles. Bio-organische Waffen. Ich werde alles publik machen. Alles, was wir über den Vorfall in Raccoon City wissen. Aber Herr... Die Öffentlichkeit zweifelt an meinem Willen, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ich verstehe Ihre Bedenken. Fakten offenzulegen verursacht oft zusätzliche Probleme. Eine Lektion, die ich beim Militär lernen musste. Bio-organische Waffen sind eine globale Bedrohung. Und wir tragen Mitschuld daran. Wir müssen Farbe bekennen. Und mit allen Nationen zusammenarbeiten, wenn wir überhaupt eine Chance auf Erfolg haben wollen. Sie können immer auf mich zählen. Jederzeit. Ihre Freundschaft war mir immer wichtig, Leon. Es wird Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Dieses Chaos zu beenden. Das wird kein Spaziergang. Beeilen wir uns. Uns bleibt nicht viel Zeit. Das wird aber ein hartes Stück Arbeit. Glauben Sie mir. Ich weiß. Sind, haben wir keinen Kontakt. Ich verfolge Ihre Bewegungen, aber seien Sie wachsam. Beeilen wir uns. Uns bleibt nicht viel Zeit. Das wird aber ein hartes Stück Arbeit. Glauben Sie mir. Ich weiß. Wenn Sie da drin sind, haben wir keinen Kontakt. Ich verfolge Ihre Bewegungen, aber seien Sie wachsam. Vorwärts. Später vielleicht? Der Zug kommt! Leon! Der Zug kommt! Leon!
Der Zug kommt! Ja! Da saß niemand am Steuer. Zombie-Express. Leon. Vorwärts! Nicht jetzt! Toll. Genau im richtigen Moment. Er ist auch aus. Ich bin so gut wie blind. Ja. Ja.
Was für ein Scheißtag. Was für ein Scheißtag. Achtung, ein Zug! Was für ein Scheißtag. Was für ein Scheißtag.